Der Kinnaufbau bei einer jungen, hübschen Frau ist besonders wichtig und hier sind vor allem die Proportionen entscheidend, aber auch die Winkel vom Kinn zur Nase und auch natürlich, wie die Lippen hierzu passen. Und wenn man das auf die natürliche Art und Weise durchführen möchte, dann sollte es immer durch einen Facharzt für plastisch-ästhetische Chirurgie durchgeführt werden. Das ist das Minimumkriterium und man sollte hier vor allem darauf achten, dass die Lippen-Kinn-Kontur vorhanden ist, aber auch die Nasenspitze, Lippen- und Kinnkontur hier einen gewissen Winkel erreicht.